Seit 1. Jänner 1995 ist Österreich Mitglied der Europäischen Union und als solches ein gleichwertiges und ein wichtiges Mitglied der mittlerweile 28 Staaten umfassenden Union. Die EU gehört heute zur entscheidendsten wirtschaftlichen und politischen Organisation in Europa und ist ein bestimmender Global Player. Wie die EU entstanden ist, welche Vorläufer sie hatte und vor allem, welche Rolle Österreich innerhalb dieses europäischen Integrationsprozesses spielte und spielt, ist Inhalt der folgenden Darstellungen. Doch zunächst, was ist Europa? Am Anfang der Geschichte Europa steht ein Mythos, dessen Kernaussage in den unterschiedlichsten Überlieferungen unverändert blieb. Nach Homer verliebte sich Zeus in Europa, die Tochter des phönikischen Königs Agenor. Zeus verwandelte sich in seiner Liebestollheit in einen Stier und entführte Europa übers Meer nach Kreta. Dort ließ sie Zeus sanft auf den Boden, doch begann Europa aus Verzweiflung zu weinen. Plötzlich erschien die Göttin Aphrodite und tröstete die unglücklich Entführte. Tröste dich, Europa, Zeus ist es, der dich geraubt hat. Unsterblich wird dein Name werden, denn der fremde Weltteil, der dich aufgenommen hat, heißt fortan Europa. Im geografischen Sinne lässt sich Europa zunächst leicht definieren als zweitkleinster Erdteil mit der drittgrößten Bevölkerungsanzahl, der gemeinsam mit Russland von 45 souveränen Staaten gebildet wird. Geomorphologisch betrachtet ist Europa im Gegensatz zu Asien oder Afrika kein eigenständiger Kontinent. Er wird sogar als Halbinsel Asiens bezeichnet, etwa von Paul Valéry. Werden doch nur drei Grenzen vom Meer bestimmt. Die Ostgrenze hingegen ist variabel und keine natürliche. Sie hängt von den politischen Gegebenheiten ab. Gegenwärtig bildet der Ural die Ostgrenze. In der Zeit des Kalten Krieges war es der Eiserne Vorhang, der die geopolitische Grenze bildete. Die Grenzziehung Europas versteht sich in Abhängigkeit zu Asien und dies bereits seit Herodots Antithese von Orient und Okzident. Diese Antithese scheint Einfluss auf den Namen Europa selbst gehabt zu haben. Europa ist eine Ableitung des semitischen Wortes Ereb, was dunkel heißt, im weiteren Sinne untergehen. Daraus entsteht das Gegensatzpaar Abendland, Morgenland. Wie man Europa aus politischer Sicht definieren, zeigt sich sehr bald, dass der Kontinent und in weiterer Folge die Europäische Union meist als Aus- und Abgrenzungsbegriff Verwendung findet. Heute steht Lampedusa synonym für diese Aus- und Abgrenzung, für die Festung Europa. Die Bezeichnung Europa für den Kontinent tauchte erstmals im Jahr 732 auf. Damals besiegte Karl Martell in der Schlacht bei Tours und Poitiers die aus Spanien vordringenden Araber. Danach geriet der Name in Vergessenheit und erfuhr erst wieder im 14. Jahrhundert einen Aufschwung. Vielleicht auch im Zusammenhang mit der wohl ersten europäischen Vereinigungsidee. Der Name Europa folgte, Zitat, von der griechischen Antike bis ins christliche Mittelalter den kulturellen Schwerpunktverlagerungen. Er ging immer dahin mit, wo die historisch größte Dynamik entfaltet wurde, nahm neue Bedeutungen auf und behielt prinzipiell die alten, die aber manchmal in den Winterschlaf verfielen, um später wieder zu erwachen. Zitat Ende Wolfgang Schmale. Die Idee von der politischen Vereinigung europäischer Staaten ist keine Erfindung des 20. Jahrhunderts, sondern man kann sie, abgesehen von den griechischen und römischen Europaplänen, bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts verfolgen. Das vorrangigste Ziel der Europa-Ideen war die friedliche Vereinigung aller europäischen Staaten und die Erlangung eines ewigen Friedens für den Kontinent, allerdings unter Aufrechterhaltung der nationalen Souveränität und teilweise unter der Hegemonie eines Staates. Dass der Europagedanke ein Friedensgedanke ist, verwundert nicht. Immerhin ist der Kontinent ein vielfältiger, getragen von multikulturellen, multikonfessionellen und multinationalen Elementen. Eine derartige Vielfalt kann befruchtend sein, kann aber auch für eine friedliche Entfaltung des Kontinents hemmend wirken. Es verwundert auch nicht, dass mit zunehmender Kriegsgefahr und vor allem aufgrund exogener Bedrohungen der Europagedanke an Popularität zunahm.
Die Sehnsucht, Europa zu vereinen, hat vor allem viele Staatsmänner, Politiker, Philosophen und Literaten nicht mehr verlassen. So entstand eine Vielzahl an Europa-Ideen, deren Reigen im Jahr 1306 der französische Kronjurist Pierre Dubois eröffnete. Diese Europavisionen beinhalten Ideen, die wir heute in der EU verwirklicht wissen. So etwa dachte der böhmische König Georg Podiebrad im Jahr 1464 über eigene europäische Institutionen wie Gericht, Versammlung oder Ministerrat nach. William Penn plante 1693 die Einführung eines europäischen Passes. Auf ihn gehen auch die ersten Überlegungen der Stimmenwägung statt Stimmenzählung zurück. Unzählige Spielarten wurden erdacht mit dem Ziel, Europa den ersehnten Frieden zu bringen, ihn zu garantieren und zu gewährleisten. Allen Ideen gemeinsam war jedoch nicht nur der Friedensgedanke, sondern auch die Tatsache, dass es sich um Ideen und Visionen handelte, die der Verwirklichung harrten. Unter den Europavisionären befanden sich auch Österreicher. Die erste Friedensnobelpreisträgerin Österreichs, Bertha von Suttner, gehörte ebenfalls dazu, wie ihr Mitarbeiter Alfred Fried, der übrigens auch Friedensnobelpreisträger war. Ihr Einsatz für den Frieden beinhaltete auch die Idee von der Vereinigung europäischer Staaten. Erstmals in der Geschichte der Europa-Ideen versuchte ein Altösterreicher, die Idee Europa umzusetzen. Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi. Aufbauend auf den historischen Europa-Ideen und den organisatorischen Erfahrungen der Umsetzung durch die Friedensbewegung in Form von Vereinen entwickelte er Anfang der 1920er Jahre den Plan Pan-Europa. 1923 erschien das gleichnamige Buch und bald darauf erfolgte die Gründung des Vereines Pan-Europa-Union in Wien, Hofburg. Pan-Europa, das war die Vereinigung aller europäischen Demokratien, um den Frieden für Europa und innerhalb von Europa sichern und garantieren zu können und um dergestalt der aufstrebenden Wirtschaftsmacht Vereinigte Staaten von Amerika ein gleichwertiger Partner zu sein. Schließlich sollte Pan-Europa gegründet werden, um gegen die politische Bedrohung durch den Bolschewismus, wie sie seitens der Sowjetunion empfunden wurde, gewappnet zu sein. Der Coudenhove-Kalergi, von vielen auch der Prophet Europas genannt, hat damals relativ klar analysiert die Lage nach dem Ersten Weltkrieg. Europa zerstört, die europäische Ordnung zerstört, zersplittert in Kleinstaaten, die noch dazu versucht haben, mit Zollregimen und anderen Dingen sich gegenseitig abzuschotten, revanchistische Ideen etc. etc. Und er hat relativ klar gesehen, also so hat dieses Europa keine Zukunft. Man muss eine neue Initiative setzen, nämlich eine europäische Einigung, sozusagen von der Idee ausgehend, wenn dieses Europa sich nicht wieder zusammenschließt und gemeinsam auf der weltpolitischen Bühne auftritt, dann wird es zum Spielball außereuropäischer Mächte. Amerika, Russland, damals schon bolschewistisch, sozusagen eigentlich ein geopolitischer Ansatz mit dem Versuch einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, mit der Idee eines Binnenmarktes, mit der Idee, dass wir Grenzen nicht verschieben, weil das nur in weitere Kriege führt, sondern sie unnötig machen, mit der Idee, damals bereits eine gemeinsame europäische Währung basierend auf einem Goldstandard einzuführen. Und was man auch dazu sagen muss, was heute oft vergessen wird in der Beurteilung Pan-Europas oder Coudenhove-Kalergis, er hat eine ganz starke Vision für die Freiheit gehabt. Pan-Europa sollte sich in Schritten vollziehen. Von der Gründung von Pan-Europa-Unionen in allen europäischen Mitgliedstaaten über die politische Vereinigung zur Gründung einer Zollunion bis schließlich zur Ausrufung der Vereinigten Staaten von Europa nach dem US-amerikanischen und schweizerischen Verfassungsmodell. Zur Propagierung der Idee veranstaltete Coudenhove Pan-Europa-Kongresse in Wien. Der erste fand 1926 im Oktober statt. In Berlin oder Basel veröffentlichte die monatlich erscheinende Pan-Europa-Zeitschrift, reiste durch Gesamteuropa und Nordamerika, hielt Vorträge und Radioansprachen und veranstaltete etwa ab 1930 den Europatag. Darüber hinaus versuchte Coudenhove, eine Corporate Identity zu stiften, indem er Kokarden, Krawattennadeln, Tücher mit dem Pan-Europa-Zeichen verteilte. Das Pan-Europa-Zeichen war ein rotes Kreuz auf goldenem Hintergrund.
Symbolik für die aufgehende Sonne, das ist ein Zeichen der Aufklärung, und für die Caritas, für das Christentum. Das ist sozusagen jetzt das Logo, wie wir es verwenden. Das war das ursprüngliche Logo, noch ohne den blauen Hintergrund der Pan-Europa-Union und auch ohne Sterne noch, sondern nur die hellenische Sonne und das christliche Kreuz sozusagen von Kuttenhofe. Und ich habe da mitgenommen, dass man sieht, die Entwicklung, das sind Pan-Europa-Hefte aus der damaligen Zeit, die Schweiz als Vorbild. Wäre auch so ein schöner Punkt über Subsidiarität, weil wir könnten lange, lange darüber reden. Hier auf der Rückseite von Kuttenhofe entworfen, die Pan-Europa-Flagge, der Pan-Europa-Wimpel, der wird heute kaum mehr verwendet, die Fahne gibt es natürlich, und sogar die Pan-Europa-Briefmarke. Also er hat schon richtige Propaganda gemacht. Es gab schon vorher, 1926, die erste große Pan-Europa-Konferenz in Wien, wo über 2000 Leute da gewesen sind. Ja. Also das hat damals schon viele Kreise bewegt. Kuttenhofer Klerge, weil Sie das sagen, vorsichtig eingebettet in die Politik. Das war interessant bei ihm. Er war auf der einen Seite ein Visionär. Also er war einer der wenigen Persönlichkeiten, die Europa als Ganzes sehen konnte. Ja. Ja. Nicht nur die Addition von Nationalstaaten, er hat wirklich ganz Europa als solches gesehen, aber gleichzeitig die Fähigkeit, auch immer wieder realpolitische Dinge mit einzubeziehen und sich dem anzupassen, sodass er seine Vorschläge auf die Realpolitik in der damaligen Zeit bezogen hat. In fast allen europäischen Staaten war die Idee präsent, bis sie schließlich am Nationalsozialismus scheitern sollte. Mit der Machtübernahme Hitlers in Deutschland 1933 erfolgte die Schließung der Pan-Europa-Union und somit der wichtigsten Union. Im Laufe der Zwischenkriegszeit sollten sich kontinuierlich die demokratischen Staaten wie Dominosteine zu autoritären, totalitären Regime verwandeln. Pan-Europa scheiterte somit an den Nationalismen europäischer Staaten. Die Friedensidee Europa musste den Eroberungsgelüsten des nationalsozialistischen Deutschland weichen. Dennoch konnte der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges den Europavereinigungsgedanken nicht verdrängen. Noch während des Krieges erfolgte die Publikation einer Vielzahl an Plänen für eine Neugestaltung Europas nach dem Krieg. Sie stammten von privaten Europavereinen, zum Beispiel Kuttenhofer Klerge, von Vertretern europäischer Exilregierungen, etwa Thesen einer polnisch-tschechoslowakischen Föderation 1941, der Plan einer mitteleuropäischen Föderation von Milan Hoca 1942. Die Europavereinigungsideen stammten von den Widerstandskämpfern aus verschiedenen europäischen Staaten, aber auch von den Alliierten, wie etwa die Alliiertenkonferenz in Moskau, Oktober 1943. Ziel der meisten Europapläne, vor allem der Widerstandskämpfer, war eine gesamteuropäische Friedensordnung und die Sicherung der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und die Abgabe von staatlicher Souveränität. Diese Zielsetzung resultierte aus den Erfahrungen mit dem Völkerbund, dieser internationalen Organisation, die unfähig war, Frieden in Europa zu gewährleisten. Die Forderungen bildeten die Grundlage für das Europa von morgen, wie es Ernesto Rossi nannte, nach 1945. Ehemalige Widerstandskämpfer wirkten aktiv am Aufbau eines vereinten Europas nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges mit, wie etwa Alcide de Gasperi, Henri Brüggemann, Léon Blum oder Altiero Spinelli. Für dieses neue und letztendlich realisierte vereinte Europa dienten die Europa-Ideen, die seit dem 14. Jahrhundert existierten, als Anregung und teilweise Legitimation. Die Basis und konkrete Leitbilder für das vereinte Europa boten hingegen die Forderungen nach Menschenrechten, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Aufgabe der staatlichen Souveränität. Diese letztgenannten Forderungen zählen heute zu den Werten der Europäischen Union, die im Vertrag von Lissabon, Artikel 2 EUV, festgeschrieben sind. Zuerst einmal möchte ich sagen, er hat das Glück gehabt, dass er nicht in einem deutschen KZ war, sondern in einem italienischen. Und die Italiener waren hier ein bisschen großzügiger oder schlampiger oder wie. Sie haben keine Ausrottungen in dem Sinn gemacht. Und da haben wir immer wieder schon das Glück gehabt, dass er eben in Udine war, da hat er Zeit gehabt zum Nachdenken. Das wäre in einem deutschen KZ nicht möglich gewesen. Und da hat er sehr viel geschrieben und hat ja auch Möglichkeit mit gewissen Leuten, so heimlich Kontakt ist,
aufzunehmen, ohne dass er eingesperrt wieder worden wäre oder verfolgt worden wäre. Und da hat er eben das Manifest des europäischen Föderalismus geschrieben. Und ich muss sagen, dass das Manifest von Spinelli noch jetzt für uns als Europäer so ist, dass wir es unterschreiben könnten. Mhm.